Wir spielen jetzt grenzüberschreitend. Obwohl Stufe 37 und Lucky Piales wartet schon auf uns. Ich habe wirklich diese Kraft. Ich sagte doch, ich könnte dich heraufbeschwören, wenn ich dich brauche. Und nun ist es wieder passiert. Und wofür dieses Mal? Mein Freund hier muss unbedingt zum Heiligtum in Eleusis, nahe der Grenze nach Megaris. Das letzte Stück der Reise über die Grenze schafft er dann allein. Jetzt können wir natürlich mitspielen und sagen, hör auf, deine Kraft einzusetzen. Oder, lass mich raten, eine weitere Lüge? Natürlich, ne, könnte man gleich so direkt sein, oder deine Freunde sind auch meine Freunde. Ah. Ja, ich mach das in der Mitte. Ich bin jetzt ein bisschen Forscher. Willst du mich direkt anlügen oder später? Was meinst du denn damit? Ist dieser Freund von dir wirklich ein Freund? Oder werde ich feststellen, dass er ein gesuchter Krimineller ist? Oder deine Hilfe gar nicht will, hm? Es schmerzt mich, dass du mir solche Vorwürfe machst. Eine Beziehung baut doch auf Vertrauen auf, meinst du nicht? Tja, ich habe das Gefühl, du vertraust mir nicht, genau. Du lügst eher, als mir zu trauen. Einiges bleibt eben besser ungesagt. Und vieles geschieht zu deinem eigenen Schutz. Ich kann auf mich aufpassen, das weißt du. Schön. Ich werde zukünftig etwas mitteilsamer sein. Also, zur Sache. Ich soll deinen Freund nur über die Grenze bringen. Ja. Und sonst nichts? Vorsichtig, wenn es geht. Meide Straßen. Mensch, sei unsichtbar. Meinem Freund darf nichts zustoßen. Ja, ja, gut. Ich helfe deinen Freund über die Grenze. Ich passe auf ihn auf. Das hatte ich gehofft. Also, warum müssen wir unentdeckt bleiben? Immer wenn ich etwas heimlich für dich tun soll, stirbt jemand. Worum geht es diesmal? Nicht jeder hat so wunderbare Muskeln wie du für... Nun ja, für alles halt. Manche gehen kämpfen eben besser aus dem Weg. Und mehr verlange ich dieses Mal gar nicht. Warum braucht dein Freund meine Hilfe? In der Gegend gibt es viele sichere Wege. Das schafft dein Freund auch alleine. Vielleicht. Aber stell dir vor, ihm passiert etwas und du rettest ihn. Stell dir nur vor, wie ich dir meine Dankbarkeit zeigen würde. Warum kommst du immer zu mir? Du hast dich als würdig erwiesen. Und ich sehe gern zu, wie du weggehst. Wir sollten aufbrechen. Machen wir uns auf den Weg. Er muss zum Heiligtum in Eleusis. Es ist nicht weit, auch wenn es länger dauern könnte als gewöhnlich. Gar kein Problem. Ich bin froh, dass wir nicht übers Meer... Boah, also die Quest grenzüberschreitend beginnt. Und wir sollen Aklibiades Freund in Sicherheit eskortieren. Das Gebiet wird gut bewacht. Aklibiades hat mir von dir erzählt. Du seist von den Göttern gesegnet. Ich sag jedes Mal den Namen falsch. Das weiß ich auch, aber ich kann mir auch nicht die Namen merken, muss ich sagen, wie die ausgesprochen werden. Also, das ist ein doppeltes Dilemma. Ich bin immer nett. Und ich mache auch meistens was ohne Geld und ohne Bezahlung. Also, so ist es ja nicht. Weil ich hoffe, dass er irgendwann was dann für mich rausspringt. Was man nicht mit Geld bezahlen kann. So bin ich nun mal. Und wir sind auch bald Stufe 40. Das ist wirklich ein Meilenstein, den wir dann schon geschafft haben. Stufe 40, das konnte ich mir damals gar nicht vorstellen. Die ersten Stunden, da war ich gerade mal Stufe 6, 7 und das war die Hölle. Jetzt sind wir schon fast Stufe 40. Das ist richtig brutal. Das werden wir wahrscheinlich auch in dieser Folge auch wahrscheinlich auch ziemlich bald erleben. So, töte die Weglagerer. Da sind sie und dann machen wir sie auch jetzt mal platt. Wo ist denn jetzt der Freund? Der darf jetzt natürlich nicht sterben. Ella. So, die hat's geschafft. Ist noch nicht tot. Komm schon. So, was denn jetzt hier? Willst du jetzt den Rest laufen?
Okay, also ich bleibe auf dem Pferd. Ich muss jetzt nicht laufen. Ah ja, die läuft jetzt ein bisschen wie eingekackt. Ich hoffe nicht, dass die kurz vorm Sterben ist. Hinter uns ist wieder ein Kopfgeldjäger, aber er hat es nicht auf uns abgesehen. Was auch gut ist. Oh, das dauert jetzt lange. Wohin möchte denn die jetzt hin? Kann aber wirklich nicht schnell laufen. Aber hier oben sind wahrscheinlich... Ah, hier ist der Kopfgeldjäger, okay. Der ist mir ein bisschen zu nah. Ach, sie geht zum nächsten Pferd, alles klar. Ah, naja, du hattest ja schon ein Pferd, ne? Aber warst jetzt ein bisschen zu dumm dafür, das gleiche Pferd wieder zu benutzen. Man nennt es Recycling, Fräulein, Recycling. Mal auch mal Pferde mehrmals benutzen und nicht gleich wegschmeißen. Oh, ich wollte absteigen und jetzt beginnt bereits die Zwischensequenz nach dieser Ladezeit. Wunderschön, Ladezeit. Ach, ich liebe Ladezeit. Unfassbar, ich könnte am liebsten den ganzen Tag nur Ladezeiten angucken. So ist es besser. Ich war schon ganz verschwitzt unter der Kapuze. Du bist eine Frau. Ach, Alexius. Echt. Schön, dass es dir auffällt. Alcibiades, das sagte... Genau, was er sagen sollte. So ist es sicherer. Ich schulde Alcibiades das viel für seine Hilfe. Und dafür, dass er dir mein Leben anvertraut hat. Ja, also, was sollte die Heimlichtuerei? Genug gelogen. Was geht hier vor sich? Ich gab vor, ein Mann zu sein, damit mich niemand erkennt. Ich musste meinem Gatten ungesehen entkommen. Und du vertraust Alcibiades? Niemand entkommt meinem Mann. Schon gar nicht ich. Es war hart. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch ausgehalten hätte. Warum Alcibiades Vertrauen schenken? Lass mich raten. Alcibiades schuldet dir einen Gefallen. Oder er möchte, dass du ihm etwas schuldest. Ich weiß nicht, was du meinst. Er hat mich um nichts gebeten. Und es würde ihm auch nicht ähnlich sehen. Ich kenne viele Menschen, denen er ganz uneigennützig geholfen hat. Okay, gern geschehen. Schön, dass ich helfen konnte. Richte Alcibiades meinen Dank aus. Ich wünschte nur, ich könnte ihm mehr anbieten. Und dir, für eure Hilfe. Ich werde euch beide nie vergessen. Ja, das reicht doch auch schon aus. Das war die Quest. Grenzüberschreitend.